Hallo ihr Lieben, mein Name ist Beate Poppe, ich bin Heilpraktikerin und Coach. Ich werde ganz oft gefragt, warum tut die Mutter das eigentlich? Also, jeder, der selber Kinder hat, weiß, man macht Fehler. Schlimm wird es nur dann, wenn das zu einer Systematisierung führt, also zu einem Dauerzustand, dass diese Prägungen und das Verhalten der Mutter dauerhaft anhält. Dann wird es wirklich, wirklich schwierig. Und viele fragen mich dann, ja, warum ist die Mutter so? Warum macht sie das dann? Welche Beweggründe hat sie denn, dass sie mich so behandelt hat, wie sie es tut? Also, dass ich eine lieblose, empathielose Kindheit gehabt habe, dass sie sich nicht um mich kümmert hat und mich nicht gespiegelt hat, mich nicht gefördert hat, dass ich abgeschoben worden bin. Also, ein Grund ist ja so, oft, was ich ja auf den anderen Videos auch gesagt habe, so die eigene Erziehung, die eigene Prägungen, die eigenen Traumata. Aber was resultiert denn daraus? Und welche Verhaltensmuster entstehen da bei den Müttern? Und zum Beispiel, gibt es wirklich Mütter, das erlebe ich so in den Beratungen, die echt in Konkurrenz gehen zu ihren Kindern. Die sagen, du wirst nicht größer, schöner, erfolgreicher wie ich. Weil wenn du das schaffst, dann spiegelst du mir ja meine eigene Unfähigkeit wieder. Und es ist für ein Kind ganz, ganz schrecklich. Und es ist wie so, als würde man einen Unterwerfungsvertrag unterschreiben. Man unterwirft sich der Mutter, verspricht ihr ein Leben lang eben nicht größer, schöner, erfolgreicher, glücklicher zu werden wie sie in Solidarität mit der Mutter. Das klingt jetzt vielleicht für viele abstrakt, aber das erlebe ich eben in den Coaching so in der Praxis sehr, sehr oft, dass da wirklich die Kinder etwas versprochen haben und auch wenn sie schon lange erwachsen sind, immer noch dabei bleiben, ihr Versprechen zu halten. Und wenn sie es lösen würden, dann haben sie das Gefühl in sich, das ist Verrat oder das ist Loyalitätsverrat oder was auch immer, welche Gefühle dazu hochkommen. Dann ist es ja auch oft so, dass die eigenen Mütter ja auch eine ganz, ganz starke unterdrückte Wut haben, nicht dazu stehen, das gar nicht einmal wissen, nicht bewusst wahrnehmen. Und diese Wut wird dann genauso auf die Kinder projiziert. Dann kriegen die Kinder die nicht reflektierte, unbewusste Wut der Mutter ab und die lassen ihren ganzen Frust an den Kindern aus. Und dann gibt es ja auch so Mütter, die dann auch deshalb eine Wut haben, weil sie sagen, ja, eigentlich wollte ich dich ja gar nicht und wegen dir habe ich gelitten, wegen dir habe ich mein Leben nicht leben können, wegen dir habe ich so viel aufgegeben. Also das ist ein Wahnsinn, wenn ein Kind sowas hört. Das ist echt richtig schrecklich. Und dann ist halt natürlich das Thema, die Mütter lehnen sich selber ab, haben keine Selbstliebe, wissen überhaupt nicht, wie Kindererziehung geht, wie eine glückliche Kindheit hätte sein können, weil sie selber nicht erlebt habe und geben halt dadurch ihre Traumen an die Kindheit weiter. Vielleicht bist du ihr auch sehr, sehr ähnlich in vielen Bereichen und sie möchte dich vor was schützen, dass du das nicht machst und das nicht machst oder sie projiziert ihren Selbsthass auf dich, also dass sie ihr ganzes eigenes Unvermögen auf dich projiziert. Also da gibt es ganz viele Variationen und da muss man immer ganz individuell schauen, was war bei deiner Mutter, was ist bei dir angekommen, wie hast es du empfunden, damit man das wirklich erlösen kann, dass du aus dem Erwachsenen-Ich heraus die Dinge in dir heilen kannst. Ein anderer Punkt kann sein bei der Mutter, dass sie einfach komplett überfordert war. Sie war zu jung, sie war krank, sie war arbeitslos. Sie hat es war vielleicht auch ein Alkoholiker durch die eigenen großen psychischen Probleme, hat große finanzielle Probleme gehabt, hat dich alleine großziehen müssen, hat da überhaupt nicht irgendwo einen Weg sehen, wie sie das alles schaffen soll. Also sie war einfach komplett überfordert und du hast es halt abgekriegt. Auch da trägst du keine Schuld. Also um das mal nochmal zu betonen. Dann es kann es ganz oft sein, dass die Vernachlässigung, die du erlebt hast, auch wirklich daraus resultiert ist, dass die Mutter schlichtweg keine Zeit gehabt hat. Weil vielleicht nur 5, 6 andere Kinder da waren, weil sie arbeiten hat müssen,
weil sie sich ihrem Mann unterworfen hat im gewissen Sinne oder Familienumständen, dass sie die Eltern noch hat pflegen müssen, also deine Großeltern, dass einfach überhaupt keine Zeit und kein Raum da war, sich um dich zu kümmern. Und das, wie gesagt, also die Folgen weißt du ja. Dann ist ein wichtiger Punkt, dass du für sie vielleicht eine totale Enttäuschung warst. Du schaust nicht so aus, wie sich sie das gewünscht hätte. Du kannst viele Dinge nicht, wo sie gerne hätte, dass du die für sie weiterlebst. Du hast ganz andere Meinungen, was sie so im Ansatz als Kleinkind schon merkt. Du hast völlig andere Interessen, auch völlig andere Begabungen. Und das ist ein großer Punkt, warum viele Mütter die Kinder ablehnen, weil sie ihnen einfach komplett fremd sind, weil sie nur damit umgehen könnten, wenn du als Kind ähnlich bist und das ihnen halt dann bekannt ist. Und dann würden sie, weil sie sich ja gar nicht die Mühe machen, sich mit dir auseinanderzusetzen, wer bist du wirklich, was kannst du, was sind deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, deine ganz individuelle eigene Art. Und sie wollte halt einfach auch, dass du vielleicht irgendwas Besonderes studierst oder Rechtsanwalt oder Arzt wirst. Aber es war halt einfach nicht deine vordergründige Begabung. Du warst halt einfach eher handwerklicher begabt oder hast ganz andere Fähigkeiten und ganz andere Interessen, die in eine andere Richtung gehen. Und das hat sie einfach schon früh gemerkt. Und dadurch bist du auch vernachlässigt worden oder abgewertet worden oder permanent kritisiert worden. Also das kann auch ein ganzes großes Thema sein. Der andere Faktor ist, sie wollte vielleicht kein Mädchen und du bist jetzt aber ein Junge geworden. Du bist also, sie wollte keinen Jungen und du bist jetzt aber ein Junge geworden, oder sie wollte kein Mädchen und du bist ein Mädchen geworden, weil sie hätte lieber einen Jungen gehabt. Was auch immer da dahinter steht, sind natürlich völlig unentwickelte Reaktionsweisen der Mütter und völlig unreflektiert. Aber das kann unbewusst ein ganz großer Grund sein. Also sie wollte vielleicht ein Püppchen haben, wo sie anziehen kann und was weiß ich, wo ähnliche Interessen eben auch hat wie sie und wo sie herzeigen kann und schau meine schöne Tochter an und wie schön ich die ausstaffiert habe. Und du bist jetzt aber ein Junge geworden und hast halt einfach ganz andere Prioritäten und ist dir alles viel zu dumm. Oder auch bei narzisstischen Vätern ist er umgekehrt so, der hätte lieber einen Jungen gewollt und du bist aber ein Mädchen geworden und dann versucht er das Mädchen zu einem Jungen machen. Du gibst deine Persönlichkeit auch da auf, verleugnest deine weiblichen Anteile und tust alles Mögliche dafür, dass du dich verhältst wie ein Junge. Verlierst auch deine eigene individuelle Persönlichkeit. Ja, und dann gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten, als Kind damit der Situation umzugehen. Und was mir auch immer wieder auffällt, dass trotz dieser ganzen schrecklichen Erlebnisse die Mutter einen extremen Stellenwert beim Kind behält. Dass die immer noch so wie eine Art Heiligenschein aufhat und die Mutter darf man ja nicht kritisieren und die Mutter darf man ja nicht ablehnen, ist so eine Seite. Die Mutter wird auf den Podest gestellt. Manche haben ja vielleicht da auch einen christlichen Hintergrund und sagen, ja, muss Mutter und Vater ehren. Und es ist ein unheimlicher Zwiespalt in deiner Seele, weil das Kind in dir hat das alles ganz anders empfunden, aber da ist ein Druck auch zusätzlich noch da, der sagt, du musst aber deine Mutter jetzt ehren und kannst dankbar sein für die Grundbedürfnisse. Ja, das kann man auch sagen. Man kann sagen, danke, dass ich nicht verhungert bin und überlebt habe, dass mir die notwendigsten Sachen zur Verfügung gestellt worden ist. Aber dann habe ich das Recht, mein eigenes Leben auch aufzunehmen, anzunehmen und das zu verwirklichen. Und das fällt mir einfach wieder, wie gesagt, immer ziemlich auf. Und diese Leere, die du dann eben in dir trägst, eben aufgrund so viel Mangel in der Kindheit, führt halt bei vielen auch dazu, dass sie immer auf der Suche sind, diese Leere zu füllen. Also entweder sie kämpfen immer noch dafür, dass die Mutter doch das endlich erkennen muss, was sie wegen ihr gelitten haben, dass sie endlich ihren Wert erkennen soll, dass sie endlich die Anerkennung bekommen, die Liebe bekommen soll. Und das habe ich auch schon oft gesagt, das ist vergeblich, also das wird nicht funktionieren. Oder diese Sehnsucht wird halt dann auf den Partner projiziert. Aber da man ja nur das Muster kennt, dass man sich permanent zurücknimmt
und permanenten Partner hat, der über einen bestimmt oder einen klein hält oder klein macht, sucht man sich natürlich auch einen ähnlich gestrickten Partner wie die Mutter oder wie der Vater war. Also da kann man noch genauer mal drauf eingehen, aber es ist sehr, sehr oft so, dass man sich ähnliche Partner wirklich sucht, die ganz ähnlich sind, weil das Muster ist man gewohnt und das erlebt man halt dann wieder. Und auch da tut man sich dann sehr, sehr schwer, sich daraus zu befreien. Und jetzt noch eine ganz wichtige Frage, und zwar, es wird mir ja auch oft gestellt, habe ich überhaupt das Recht, mich von der Mutter abzugrenzen, sie als das zu sehen, was sie wirklich ist und zu sagen, mit diesem Menschen möchte ich keinen Kontakt mehr haben. Und natürlich hast du das Recht. Sie hat dich geboren, dafür darf man Danke sagen. Sie hat dich großgezogen, du hast überlebt, dafür kann man Danke sagen, aber für nicht mehr. Weil es ist ganz, ganz gefährlich, wenn man immer noch die Mutter in so einen Heiligenschein verpackt oder auf ein Podest stellt. Es geht nicht darum, und ihr wisst ja, also ich bin ja der Meinung, dass wir ja auch uns im gewissen Sinne diese Fragestellungen ans Leben gestellt haben, weil wir die Dinge erfahren wollten und daraus lernen wollten und uns entwickeln wollten. Es war einfach so ein gewisser Seelenplan. Und es nützt auch gar nichts zu sagen, die Mutter hat das und das und das und das Schlimmes gemacht und die ist jetzt für ewig die Schuldige. Aber was einfach trotzdem ganz wichtig ist, also einmal nicht sie entweder auf ein Podest stellen oder auf der anderen Seite sie total runter machen, sondern sie einfach glasklar zu sehen, wer ist sie, was hat ihre Art und Weise mit mir gemacht, uns dann um diesen Anteil zu kümmern und diesen zu heilen, also aus dem Erwachsenen-Ich heraus. Und dann die Mutter so stehen zu lassen, wie sie wirklich ist, weil wir werden sie nicht verändern. Und das ist mir halt immer ganz, ganz wichtig, das immer zu sagen. Und dann nicht bösartigste Beschimpfungen und die Kreatur, sie hat auch ihr eigenes Trauma irgendwo erlebt. Das habe ich ja auch in anderen Videos oft schon gesagt. Aber trotzdem mal diese Hülle auszuziehen und sie ganz klar zu sehen, wie sie ist. Weil dadurch sieht man auch, was hat es mit uns gemacht, was ist da resultiert, danach zu fragen, zu hinterforschen, nachzuspüren und es wirklich zu erlösen. Und das reicht nicht, indem man nur darüber liest, sondern es geht da wirklich um diesen Prozess, der auch dauert, zu spüren, was hat es mit mir gemacht. Und irgendwann dann zu sagen, okay, dieser Mensch ohne die Hülle, ich sehe ihn jetzt glasklar. Und dann habe ich irgendwann immer noch die freie Entscheidung zu sagen, möchte ich mit dem Menschen in Kontakt bleiben oder möchte ich mich komplett abwenden und diese Menschen aus meinem Leben sozusagen ja entfernen? Und das ist einfach ganz wichtig und ganz diffiziler Prozess und da gibt es keine allgemeinen Tipps, da gibt es auch keine allgemeinen Richtlinien. Das muss man individuell von Fall zu Fall gucken, auch wie schlimm war die Traumatisierung, wie weit kommst du da an die Punkte ran. Das ist ein Prozess, lasst euch da wirklich die Zeit. Das kann vielleicht im Moment noch nicht möglich sein, vielleicht ist es in 2 Jahren möglich, vielleicht verändert sich die Mutter im gewissen Rahmen auch, dass sie sagt, okay, mit diesem Anteil, so wie sie in dem Bereich ist, damit komme ich klar, allen anderen Bereich, damit will ich nichts zu tun haben. Also immer differenzieren und schauen. Und das Wichtigste ist einfach, dass ihr bei euch anfängt und für euch den vollen Umfang dieser Prägungen erkennt und hinterfragt und erspürt, erforscht und es in euch in die Heilung gehen darf. Weil ihr werdet die Eltern nicht ändern, ihr werdet den Vater nicht ändern, die Mutter nicht ändern. Und, aber das in der Klarheit zu sehen und die Mutter einmal eben ohne Heiligenschein zu sehen, also in der Glorifizierung mit diesen abstrusesten Sachen, ja, ich muss Mutter oder Vater ehren oder sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite aber auch nicht in dieses Fall, die Mutter ist nur böse und die Mutter ist nur schlecht, sondern findet da wirklich für euch einen Mittelweg und es führt nichts dran vorbei, dass ihr eure Traumen selber aufarbeitet. Und da ist oft wichtig, einfach eine ganze Zeit in Distanz zu gehen, dass ihr den Raum und die Zeit habt, eine Klarheit zu finden und im Abstand euch wirklich selber mal kennenlernen könnt und eure Persönlichkeit wirklich entwickeln könnt. Ja, das ist es, das, was ich euch heute so mitgeben wollte nochmal, um das nochmal ein bisschen klarzustellen. Und
Es gibt ganz, ganz viele Verhaltensweisen, die die Mütter haben. Ich habe das Fliebe ja auch gemacht, diese 15 Anzeichen, wo ihr die Mütter erkennen könnt. Die könnt ihr euch bei mir auf der Webseite runterladen oder sie auch kaufen, wie euch das lieber ist. Und einfach da mal so ein bisschen nachspüren. Aber das reicht nicht in diesem Prozess zu sagen, die Mutter hat das und das und das gemacht, die ist böse, die ist schuldig. Sie hat auch ihr Thema, sie hat aus vielen nicht anders reagieren lernen können, was keine Entschuldigung ist, aber es ist eine Erklärung. Aber es führt nichts dran vorbei, dass ihr die Verantwortung für euch, für euer Leben, für die Schmerzen übernehmt, für diese inneren Kinder in euch, für diese Anteile, wo sich gebildet haben, um das überhaupt aushalten zu können. Also es ist wie eine Art Dissoziation, dass ihr da was abgespalten habt. Und das sind aber Kraftquellen, das sind Ressourcen, die man sich wieder zurückholen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und Gute, eure Beate Popp. Tschüss!